Hallo Leute, euch gefallen eventuell nicht die Motorengeräusche und die Geräusche der Schüsse in World of Tanks. Dann habe ich eine kleine Lösung für euch. Ich habe zwei Mods gefunden, die ich bisher am besten finde von den Soundeffekten. Ich konnte noch nichts anderes finden. Und zwar ist das einmal Gnome Fasers Engines und HR Gun Sounds. Die sind jetzt auch sofort wieder rausgekommen. Heute kam ja das Update 9.5 und die Soundmods sind auch wieder aktualisiert worden. Die Installation könnt ihr euch auch in einem alten Video von mir ansehen. Da habe ich das mit der Version 9.3 gemacht. Aber ich möchte das jetzt nochmal versuchen, schneller auf den Punkt zu bringen. Es ist eigentlich alles dasselbe, aber ich mache jetzt trotzdem nochmal ein neues Video. So. Dann legen wir auch schon gleich los. Wir gehen ins Internet. Und zwar die Seite www.curse.com/worldoftanks-mods. Ansonsten, der Link wird auch in der Beschreibung zu finden sein. Und zwar auf dieser Seite gehen wir auf Sounds. Bin ich hier schon. Dann haben wir hier oben HR Gun Sound Mod. Da mache ich mal, den öffne ich mal einen extra Tab. Und Gnome Fasers Engines. Das sind die zwei Soundmods, die ich bisher am besten finde für World of Tanks. Weil es kann ja mal sein, dass jemand die Standard-Soundeffekte nicht mag. So, und die laden wir einfach runter. Speichert die irgendwo hin, wo ihr sie wiederfindet. Da gehen wir einfach nur auf Download Now. Dann kommt eine neue Seite, zählt darunter. Und dann auf OK. Ich mache Abbrechen, ich habe sie schon runtergeladen. Und dasselbe machen wir mit Gnome Fasers Engines. Download Now zählt da wieder runter. Und OK drücken. So, ich gehe hier nochmal zurück. Die Seite brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ansonsten kann man hier noch ein paar Informationen sehen, beziehungsweise auch Installationshinweise. So, das Internet brauchen wir aber nicht mehr. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr es gespeichert habt. Ich habe hier einen extra Soundmod-Ordner. So, und bevor wir anfangen, machen wir einmal, wir gehen in C Games, da ist World of Tanks bei mir installiert, gehen wir auf World of Tanks, den Hauptordner, dann gehen wir auf Res und machen eine Kopie des Audio-Ordners. Kopieren. Den kopiert ihr euch am besten auch irgendwo hin. Ich habe bei mir den Überordner Soundmods. Da habe ich das hinkopiert. Das brauchen wir als Backup, falls irgendwas schief geht. Ja, wenn wir das gemacht haben, dennoch ein Hinweis. Habt ihr doch schon mal, jetzt ist ja gerade erst die Version neu rausgekommen, habt ihr schon doch nochmal was anderes installiert gehabt und wollt euch jetzt erst das hier installieren, dann müsst ihr, wenn ihr zum Beispiel die Engines installieren wollt, müsst ihr alle Dateien im Audio-Ordner, überall wo Vehikel drin steht, müssen gelöscht werden. Habt ihr vorher nichts installiert gehabt, ist das egal. Hauptsache, wir haben das Backup. Ja, und dann gehen wir auch schon. Ich habe hier. Wir fangen an mit Motoren. So, da habe ich das hingespeichert. Den entpacken wir einmal. Da haben wir jetzt wieder zwei Ordner. Einmal normal und einmal ohne Funkgeräte. Da könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Das ist eigentlich egal. Ich nehme nochmal ohne Funkgeräte und entpacke den auch nochmal. So, dann haben wir hier den Ordner Main Mod. Hier ist noch eine Installationstextdatei mit den Hinweisen. So, und wenn wir in den Main Mod Ordner sind, dann haben wir hier Res und Res Mods. Die brauchen wir einfach nur kopieren. Das mache ich jetzt live und in Farbe. Und einfach in den World of Tanks Hauptordner packen. So, das müssen wir hier alles okay machen. So, jetzt haben wir die schon installiert. Aber hier ist ja noch was extra. Hier ist ja noch Optional Scripts. Was haben wir denn da? Da haben wir einmal Diesel 40 vor KV4 und No Turbo. Ich mach mal den Diesel M40 vor KV4 noch rein, dann gehen wir einmal rauf und kopieren wieder Res Mods.
weil da ist jetzt nur eine Skriptdatei drin. Und wieder einfach in den Hauptordner packen. So, dann haben wir das schon installiert. Dann kommt der nächste. Auch hier, also erstmal gehen wir zurück. Den habe ich in Kanonen gepackt, den entpacken wir mal. Rechte Maustaste hier entpacken. So, da haben wir auch wieder diese zwei Ordner. Die brauchen wir auch wieder nur kopieren und in den Hauptordner ziehen. Aber, wie gesagt, schon bei, wie auch bei den Motoren, haben wir vorher schon was installiert gehabt. Einen anderen Mod. Dann müsst ihr nochmal wieder in den REST-Ordner, in Audio, und alle Dateien, wo irgendwas mit Weapon, irgendeine Weapon-Datei, alles, wo Weapon drin steht, müsst ihr löschen. So, ja, dann kopieren wir das einfach. Und packen das in den World of Tanks Hauptordner. Wieder okay. 214 Konflikte durchführen. So, das ist jetzt alles schon wunderbar und das war's auch eigentlich schon. Wo man aufpassen muss, ist, weil hier haben wir jetzt nur die Skripts drin, haben wir einen Audioordner in ResMods und wir kopieren den Audioordner in ResMods, dann werden alle Soundeffekte, die in ResAudio sind, nicht mehr funktionieren. Das heißt, alles, was ihr mit Audio macht, kommt alles in den, wenn das nicht automatisch geht, müsst ihr gucken, dass es manuell macht, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das alles in den Audio-Ordner geht hier. In den ResMods-Ordner 9.5, da gehen nur die Skripts rein. Mehr nicht. Sollten hier Audio-Ordner drin sein, dann kann das sein, wenn ihr zum Beispiel die Engines bei ResMods habt und die Gun-Sounds in Res, dann werden nur die Engines funktionieren, nicht mehr die Gun-Sounds. Das heißt, es muss alles in Res. Allerdings kann es auch jetzt die Möglichkeit geben, das alles in ResMods zu packen. Ansonsten macht das so, wie ich es gemacht habe, dann sollte das funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vergessen habe, aber das war's eigentlich. Das ist ziemlich einfach. Runterladen, Backup machen, immer die zwei Ordner kopieren und ab in den World of Tanks Hauptordner. Mehr ist das nicht. Im nächsten Video, da zeige ich euch noch 5 verschiedene Panzer mit den normalen Standard-Soundeffekten und genau dieselben Durchgänge, beziehungsweise genau dieselben Ausschnitte mit den Soundmods, dass man das genau vergleichen kann. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich hab's auf den Punkt gebracht und euch nicht zu sehr verwirrt. Schreibt mir doch, ob ich euch helfen konnte. Und wie gesagt, die Soundmods, es gibt natürlich noch viele andere, aber das sind meine Favoriten zurzeit. Solltet ihr noch coolere finden für die Waffen, für die Gun-Sounds oder Engines, sagt mir Bescheid. Ich grüße euch.